Guten Morgen. Die Verschwörungstheorie. Ein interessantes Thema, wozu ich ein Video gemacht habe und euch gefragt habe, ob ich da eine Videoreihe dazu machen soll. Das Feedback war sehr positiv und nun startet die Reihe. Allerdings muss ich sagen, das Thema an sich war wohl nicht so interessant, weil von den Views her die Menschen, sage ich mal, unterdurchschnittlich auf das Video geklickt haben. Aber für mich persönlich zählt zwar euer Feedback, aber es ist auch immer, was mich bewegt und was meine Interessen sind. Und so muss ich immer so einen Mittelweg finden. Aber ich habe mich dazu entschlossen, auf jeden Fall anzufangen mit der Videoreihe. Das Video heute, ich werde schauen, wie das bei euch ankommt, wie meine Herangehensweise an die Thematik Anklang findet und was ihr mir für ein Feedback gebt. Und wenn das Feedback ist, werde ich die Reihe immer weiter fortsetzen, bis ich für mich das Thema abgehandelt habe. Also Verschwörung. Verschwörung ist in allererster Linie erst einmal eine Idee. Und ich möchte heute mit euch den Punkt besprechen. Zum einen, wie sind Verschwörungstheorien entstanden? Was war wahrscheinlich die erste Verschwörungstheorie? Und wie kann man an diese Idee einer Verschwörung herantreten und wie kann man den Wahrheitsgehalt dieser Idee in erster Instanz ganz einfach überprüfen? Das ist sozusagen das, was ich heute in dem Video abarbeiten möchte. Also in erster Linie ist die Verschwörung eine Idee. Es ist ein Gedankenkonstrukt, wie etwas entstanden ist. Und zwar ist das eine Idee aufgrund von seinen eigenen Erfahrungen, aufgrund von Fakten und aufgrund von eines Möglichkeitenspielraums, aus dem man sich etwas herausholt. Die erste Verschwörungstheorie, so in dem Buch, was ich euch auch unten verlinkt habe, wo es auch um Verschwörungstheorien geht, ist, dass irgendwann, wo die Menschen vom Nomadentum zum sesshaften Volk geworden sind, es dazu kam, dass einige Nomaden, die noch nicht sesshaft geworden sind, also wieder die Menschen, die quasi auf der Evolutionsstufe, auf der geistigen Evolutionsstufe etwas zurückgeblieben sind, dass diese Menschen gesehen haben, hey, die anderen, die ehemaligen Nomaden, jetzt sesshaften, die besetzen jetzt die besten Quellen. Und da kommen wir jetzt gar nicht mehr so einfach ran. Und das war natürlich blöd, da hatten die ein blödes Gefühl und das haben die dann auch artikuliert. Und das ist ja immer so in der Geschichte der Menschheit, wenn eine geistige Evolutionsstufe nach oben gegangen wird, dass das Gros dessen, die noch nicht so weit sind, eben gesagt haben, hey, das ist so scheiße, was macht ihr denn? Das war bei der Abschaffung der Sklaverei genauso, bei den Frauenrechten und jetzt beim Veganismus. Alles immer, wenn es eine Stufe höher geht in der geistigen Evolution der Menschheit, dann gibt es halt Menschen, die das nicht gut finden. So, die sterben dann halt Stück für Stück aus, bis halt dann das Gros der Menschen dann in dem Fall sesshaft geworden ist und eben nicht mehr Nomaden waren. Aber als es die ersten Nomaden gab, die sesshaft geworden sind, dann gab es halt sehr, sehr viele Nomaden, die immer gesagt haben, hey, das ist blöd. Das ist blöd, dass ihr die Quellen hier besetzt. Und dann begab es sich, dass die Quellen verunreinigt waren und Krankheiten ausgebrochen sind. Und die sesshaften Menschen haben dann natürlich überlegt, na, wie könnte denn das passiert sein? Und das könnte durch die Natur passiert sein, wenn man zum Beispiel ein totes Tier ist in der Quelle oder andere Sachen, wo jetzt keiner wirklich was dafür kann. Ne? Und andererseits könnte es natürlich auch sein, dass die Nomaden, die immer noch umherstreifen, weil die ja so sauer sind und das uns gezeigt hat, den sesshaften Nomaden, die jetzt keine Nomaden mehr sind, dass die Quelle verunreinigt haben. Ja? Und da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, dass jemand aus Versehen in die Nähe dorthin gekackt hat von den sesshaften Nomaden und man natürlich nicht in der Nähe der Trinkwasser kackt und der das halt ein Kind, das vielleicht nicht mitbekommen hat oder ein herumziehendes Tier, das sind wir wieder bei der Natur. Aber es gibt auf jeden Fall dann die Theorie, das ist entwickelt worden, dass eine Verschwörung, das waren die Nomaden, die sind sauer. Und tatsächlich ist es auch eine Möglichkeit gewesen, eine durchaus realistische Möglichkeit. Und das scheint so die erste Verschwörungstheorie gewesen zu sein. So, warum ich das sage, ist folgendes. Eine
Theorie wird dann, also diese Verschwörungstheorie, wird dann irgendwann zu Wissen. Das ist genauso bei dem Terroranschlag am 9. September, wo es dann jetzt heißt, das war Al-Qaida, das war eine Verschwörung und das ist jetzt anerkanntes Wissen. Und genau damals war das dann anerkanntes Wissen, das waren die doofen Nomaden, die jetzt immer noch wie so ein paar Geisteskranke umherziehen, anstatt sich sesshaft zu machen und die, sag mal, das Land bewirtschaften zu können, was viel klüger ist. So. Und das heißt aber nicht, nur weil es zu allgemein anerkanntem Wissen geworden ist, dass es tatsächlich so gewesen ist. Die andere Möglichkeit, in dem Fall der Nomaden, dass ein wildes Tier dort irgendwo verendet ist in der Nähe der Quelle und ja, dort halt sich das gebildet hat oder dass dort ein wildes Tier reingekackt hat oder was auch immer, die sind immer noch möglich gewesen. Aber es ist zu wissen geworden, dass die, und das auf Steintafeln sozusagen überliefert, dass die Nomaden, die sesshaften ehemaligen Nomaden, deren Quellen verunreinigt haben. So, und ja, und selbst wenn das einmal bei dem Volk A passiert und bei dem Volk B ist die Quelle verunreinigt, heißt das nicht, dass es auch wieder Nomaden sind. Also nur weil etwas möglich ist, heißt es nicht, dass es Realität ist. Es ist ganz wichtig, das zu erkennen innerhalb dieser ganzen Verschwörungstheorien. Es ist eine Möglichkeit und eine andere Möglichkeit wird immer möglich bleiben, dass es die Realität ist. Und es ist meistens bei diesen Theorien niemals zweifelsfrei zu beweisen, außer dass man selbst diese Erkenntnis oder selbst für sich ja, das so nachprüft, und selbst da ist es schwierig, weil es können immer welche lügen, es können immer welche manipuliert sein. Das heißt, es ist eigentlich immer, gibt es immer eine Möglichkeit. Ihr könnt ja mal versuchen, irgendwas ganz ganz sicheres zu für euch zu sagen, okay, das ist die Wahrheit. Und ihr werdet immer jemanden finden, der sagt, nee, das kann auch anders sein. Ne? Ich möchte da mal zwei Beispiele nennen aus meiner persönlichen Umgebung. Es gibt einen Menschen, der glaubt daran, dass das Obst nachts Augen bekommt, Füße und umherläuft. Und dass das Obst eigentlich kein Obst ist, sondern Außerirdische. Und er hat es gesehen. Er hat es gesehen, wie die nachts über die Straße gelaufen ist, das Obst. Beweis mal das Gegenteil. Das wirst du nie beweisen können, das Gegenteil. Er hat seine Sicht der Realität. Und du kannst es nie beweisen, weil er ist ja aus seiner Aussage geboren. Genauso, wenn jemand sagt, ich bin von einem Reptiloiden vergewaltigt worden. Das wirst du nicht in irgendeiner Weise beweisen können, dass es nicht so gewesen ist. Das heißt, und es ist theoretisch auch immer möglich, dass das eben so ist. So, zumindest wenn man demütig genug ist zu erkennen, dass man halt nicht alles weiß. Und so entstehen halt sehr viele Theorien. Ein zweites Beispiel auch, und das ist glaube ich sogar noch ein bisschen populärer, weil da gibt es auch YouTube Kanäle dazu, dass da gibt es jemanden in meinem Freundeskreis, der glaubt daran, dass die Erde eine Scheibe ist. So, und wie willst du das selber beweisen? Er streitet sich da genüsslich mit anderen, warum das nicht funktioniert physikalisch und so weiter, und aber keine Seite kann es zweifelsfrei beweisen. Alle sind immer davon überzeugt, dass sie recht haben, aber keiner kann wirklich das ausschließen. Ausschließen kannst du es nur, indem du wirklich selber mal hoch in der Rakete und guckst. Das haben schon viele gemacht, aber jeder dieser Hunderte, Tausende von Menschen könnte ja gelogen haben. Das könnte eine ganz große Verschwörung sein. Und das ist, also ihr seht, es ist bei Wissen ganz schwer, dann eine Einigung zu erfahren. Und es gibt immer andere Möglichkeiten. Und das ist ganz wichtig, das zu realisieren. Und dann kommt man zu dem Schritt. Erkennt das der andere an oder erkennt das der andere nicht an? Das ist der erste Schritt, den ihr tun könnt, um zu entscheiden, ob eine Verschwörungstheorie, und das ist ja unser eigentliches Ziel heute im Video, ob eine Verschwörungstheorie zutrifft oder nicht. So. Und da geht es darum, mit denjenigen, mit denen man darüber redet, wo man sozusagen die Information erstmal her hat, von der man erfährt, dieses Wissen,
wie dieser Mensch tickt. Wenn dieser Mensch, wir nehmen mal ein Beispiel, nehmen wir einfach mal flache Erde, das ist immer schön. Oder 9.11., damit wir mal ein paar Verschwörungstheorien hier anreißen. Bei der 9.11. gibt es nämlich auch die Theorie, dass da gibt es die sogenannte Truther-Bewegung, glaube ich, heißt die, dass das Amerika selbst initiiert hat, sozusagen selbst ihre Türme gesprengt haben und dass der Al-Qaida in die Schuhe geschoben haben. So, das ist die Theorie. Wenn man jetzt noch nie von der Theorie gehört hat, es kommt jemand an und sagt, hey, Amerika hat es selber verschuldet. Und derjenige sagt, wenn ich das jetzt höre, und ich sage, nee, das ist nicht möglich. Ich habe das so und so gelernt, oder ich habe das so, das steht überall in Nachrichten, du spinnst. Das kann nicht wahr sein. Dann kann man ausschließen, dass derjenige, der von der Theorie erfahren hat, also derjenige, der daran glaubt, dass Al-Qaida das war, dass dessen Theorie richtig ist. Das kann man ausschließen, ausgehend von seinem Wissen und von seinen Erfahrungen. Genauso kann man ausschließen, dass es die USA selber war, wenn derjenige, der das Wissen uns präsentiert, also demjenigen, der davon nichts erfahren hat, und man sagt, nein, ich habe doch gehört, das war Amerika, und der sagt, nein, 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 das war nicht Amerika, das war Al-Qaida, das war garantiert Amerika. Also wenn derjenige, der die Theorie vorbringt, vehement darauf sagt, nur das ist richtig, dann kann man das auch zu den Akten legen. Das heißt, wenn zwei Leute so argumentieren miteinander, der eine sagt, nee, das andere ist definitiv nicht richtig, dann kannst du dir die Zeit sparen, mit diesen Menschen dich zu unterhalten. Ja? Denn ausgehend von unserem, deswegen war das so wichtig, unseren ersten Gedanken, die wir zu dem Thema gemacht haben, ist es immer möglich, dass eine andere Theorie zutrifft. Und entsprechend muss man in einem ersten Schritt sich gegenseitig eingestehen, du könntest recht haben. Das ist ganz wichtig. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr denjenigen, der sagt, nee, du kannst auf keinen Fall recht haben, meine Theorie ist richtig, da braucht ihr nicht weiterzureden. Dieser Mensch kann die Realität gar nicht wissen, weil er die Realität, dass es immer eine andere Möglichkeit gibt, verneint. Und das ist definitiv. Erster Schritt. So. Zweiter Schritt ist, nachdem man sozusagen anerkannt hat, dass es auch eine andere Möglichkeit, eine andere Realität gibt, was hat derjenige, der euch diese Theorie vorträgt, für eine Persönlichkeit? Und das sind wir schon ein bisschen, das sind schon Indizien, das sind so, es ist nicht mal ganz so klar abzuklären. Ist diese Person, ich habe drei Punkte mir herausgefunden, drei Punkte herausgefunden, die man sehr gut dabei heranziehen kann, dazu heranziehen kann, eine Persönlichkeit zu bewerten und da die Theorie, die hinter der Persönlichkeit steht, von der man das erfahren hat, auch bewerten zu können, einordnen zu können. Wir reden hier nur im Bereich von Wahrscheinlichkeiten. Das muss euch klar sein. Wir können nicht zweifelsfrei eine Theorie als richtig oder falsch, ja, attestieren. Außer wir haben das, können das selber nachprüfen. Wir sind immer, wenn wir von anderen etwas hören, sind wir immer darauf angewiesen, Wahrscheinlichkeiten, also Abwägungen zu treffen. Und genau das ist wichtig. Wenn eine Persönlichkeit uns eine Theorie vorträgt, dann ist es wichtig, wie diese Person, ja, tickt. Und da gibt es drei Punkte. Der erste Punkt ist, diese Person eher ein ängstlicher Typ. Umso ängstlicher der Typ ist, umso wahrscheinlicher ist, dass die Verschwörungstheorie basierend auf seiner Angst, auf dem Nährboden der Angst gefruchtet hat und er deshalb davon überzeugt ist und sich entsprechend, was ja möglich ist, verschiedene Konstrukte raussucht, wie das denn entstanden sein kann. Ne? Ganz schlimm natürlich auch Menschen, die dann das in den Medien präsentieren und dann zwanghaft selektiv irgendwelche Sachen raussuchen, um da wirklich ein Konstrukt draus zu bauen. Also ängstliche Menschen, die grundängstlich sind, solltet ihr echt meiden in solchen Diskussionen, weil da ist das Potenzial sehr, sehr hoch, dass, aber nicht unmöglich, dass es einfach auf Grundlage der Angst zu dieser Verschwörungstheorie gekommen ist. Zweitens, lässt sich der Mensch überzeugen? Ist das ein Mensch, der, wenn ihr mit ihm redet, wo ihr den Eindruck habt, er hört eure Argumente und geht darauf ein und sieht nicht nur seins und seine Theorie und will einfach eigentlich nur alles abblasen, was da kommt an Argumenten, um sein Recht zu verteidigen? Ist das so? Ist dieser Mensch stur und sagt zwar jetzt, ja, ist alles möglich, also unser erster Schritt, ne, den hat er dann sozusagen überwunden, ist alles möglich, könnte eine andere Realität geben. Aber letztlich
so stur in seinem Denken, dass er logische Argumentation einfach nicht folgen kann, dann ist natürlich auch wahrscheinlicher, dass seine Theorie auch Unsinn ist. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt, den ich fast als wichtigstes überhaupt sehe. Und zwar ist dieser Mensch vollkommen zufrieden mit seiner Meinung und möchte diese nicht anderen aufzwängen. Möchte dieser Mensch einfach für sich persönlich eine Theorie glauben oder glaubt an eine Theorie, argumentiert der gerne darüber und sagt, okay, aha, du siehst das so, ich sehe das so aufgrund dieser Fakten. Sehr interessant mit dir geredet zu haben. Tschüss. Wenn jemand das so vorträgt, ist die Chance auf jeden Fall gut, dass es sich lohnt, über seine Theorie mal darüber nachzudenken. Wenn dieser Mensch beharrlich auf euch einredet, weil ihr ja so blind seid, auch da würde ich wieder empfehlen, die Wahrscheinlichkeit, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dies einfach nur wieder ein Hirngespinst ist. So. Mit dieser Grundlage, wenn ihr das erste Mal sozusagen Verschwörungstheorien euch begegnet und ihr hört zu, könnt ihr schon recht gut, sage ich mal 90-95%, würde ich, das ist jetzt keine wissenschaftliche Zahl, sondern das ist meine Erfahrung, weil ich wirklich sehr, sehr viel mit diesem Thema schon konfrontiert wurde, könnt ihr 90-95% schon beiseite legen, weil sie immer wieder in dasselbe Muster fallen. Erstens, nein, ich habe recht, ich habe auf jeden Fall recht. Zweitens, ein grundängstlicher, meistens ein Mensch mit multiplen Phobien, mit grundsätzlich einer ängstlichen Einstellung zu allem und Vorsicht und so weiter, der dann nicht wirklich auf deine Argumente, die du bringst, eingehen kann, beziehungsweise er diese Argumente versucht vehement zu entkräftigen oder einfach nur seine Argumente ins Feld führt. Und der auch nicht aufhören kann zu diskutieren, wenn du sagst, okay, das reicht, danke für deine Information, ich habe meine Information. Der vehement will, dass du auch das glaubst, was er glaubt. Das heißt, ein gewisser Fanatismus im Kopf ist auch eine Form von Beschränktheit, Fanatismus. Und das ist aus meiner Erfahrung erstmal ein guter Ansatzpunkt, wenn ihr erstmalig mit einer Verschwörungstheorie konfrontiert werdet. So, das ist das erste Video gewesen zum Thema Verschwörungstheorien, meine ersten Gedanken. Und ich weiß nicht, wie die Reihe weiterlaufen wird, ob ich mal konkret so eine Verschwörungstheorie mir vornehme, ob ich weiter systematisch an das Thema rangehe. Ich werde es einfach schauen, wie ich mich fühle. Ich werde erstmal euer Feedback wieder abwarten, inwieweit das bei euch ankommt, dass ich darüber nachdenke, über diese Thematik, und ja, und werde das halt anhand auch der Viewzahlen und der Daumen und der Reflexion der Kommentare nach oben für mich dann entscheiden, ob die Reihe weitergeht oder nicht. Ich hoffe, ich konnte euch etwas anregen heute mit diesem Video, unabhängig ob die Reihe weitergeht oder nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und alles Liebe, euer Christian.